Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Video. Heute geht's ans Zeitmessen mit der Mercedes-Benz G-Klasse AMG. Wir haben hier einen 55er AMG, das heißt, das ist noch der alte. Was haben wir hier? V8 Kompressor. Das Ganze hat 5,5 Liter Hubraum und der ganze Koffer wiegt 2500 Kilogramm, ja? 2,5 Tonnen. Es ist ja wirklich unfassbar. Und ich hätte wirklich gedacht, das Ding fährt sich wie eine Muschel. Aber ich war positiv überrascht. Weil ich hatte mir auch immer nur sagen lassen, dass die neueren G-Klassen schön fahren. Aber der hier, der kann wirklich was. Das Gerät schiebt wirklich beachtlich nach vorne. Ich bin ja eigentlich schon leistungsverseucht, aber sogar ich sag, das kann was. Wie wir sehen, ganz klassisch V8. Kompressor hier in der Mitte. Der drückt noch mal ein bisschen mehr Luft rein. Und das braucht er auch. Wie gesagt, sonst wäre bei dem Gewicht, auf gut Deutsch gesagt, keiner zu Hause. Und wir werden das Ganze testen. Wir werden mal eine 0-100-Messung machen. Das wird, glaube ich, ganz interessant. Und natürlich eine 100-200-Messung. Bei der 100-200-Messung ist natürlich ein bisschen, das ist eine fahrende Wand. Ne? Dann kommen noch die 2500 Kilo dazu. Je schneller er dann wird, desto schwieriger wird es da, dass er schneller wird. Aber es ist wirklich... Es macht Spaß, es macht Laune. Bevor wir loslegen, eine Sache muss ich natürlich noch erwähnen. Wir haben hier natürlich 22 Zoll Schmidt Revolution Alufelgen. Bekanntlich ist rotierende Masse natürlich sehr erheblich, was Performance angeht. Rotierende Masse heißt also, je schwerer diese rotierende Masse ist, desto schwieriger hat es das Fahrzeug zu beschleunigen. Ja? Des Weiteren haben wir hier noch Offroad-Reifen. Das ist natürlich so performance-technisch, abrolltechnisch jetzt auch nicht gerade die feinste Lösung. Ja? Das heißt, wenn wir hier wieder die klassischen, was hat der, glaube ich, 18 Zoll drauf machen mit ganz normalen Straßenreifen, wäre der Koffer auch nochmal ein Stück schneller. Da müssen wir am Ende dann nochmal beachten und gegebenenfalls einfach anerkennen. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht so lang, wir fackeln nicht so lang, wir setzen uns in ein Auto und dann geht's ab. Also verbrauchstechnisch können wir auf jeden Fall anmerken, kommen wir hier nicht unter 20, also 20 Liter wirst du niemals kommen hier in diesem Auto. Das ist ja völlig wahnsinnig. Wirklich realistisch sind so durchgehend 25 Liter, Freunde. So, ein Volltank sind 90 Liter, sind immer 130 Euro. Und ich glaube, ich habe jetzt schon so in 2-3 Wochen habe ich schon 390 Euro getankt, also 3 Volltanks. Ne? Wirklich Wahnsinn. Für alle die, die jetzt wieder meckern wollen, nein, das ist abgesprochen mit dem Hagen. Ich durfte das Auto länger fahren auf seine Kennzeichen. Ne? Für die ganzen Nörgler wieder da draußen, die müssen wir auch mal beachten hier. Was würdest du denn tippen immer? 0-100? Was sagt denn Gefühl? Schwerer Koffer, 476 PS haben wir hier an Bord übrigens. Ja. Das haben wir ganz vergessen. V8 Kompressor. Ich sag einfach mal 7 Sekunden. Boah, ich sag, das geht schneller. Ja? Eine 5 sollte drin sein, so 5, aber mindestens 6. Aber 5 musste drin sein, das hat mein Gefühl mir auf jeden Fall gesagt. Geht für so einen Koffer, überleg mal, das sind 2,5 Tonnen. 2500 Kilo, weißt du wie schwer das ist? Ja. Der schiebt das von 0 auf 100, schiebt er das in knapp über 5 Sekunden. Wenn du jetzt leichtere Felgen drauf hast, ne, geht es auch noch einen Ticken schneller. Ja, ist beeindruckend. Ja, finde ich auch. Für so ein altes Modell, ne? Darf man nicht vergessen. Ich kann es wirklich sagen, Freunde, ich habe gedacht, das Ding fährt sich wie ein Mülleimer. Langsam, undynamisch, also so richtig so, dass du so denkst, du fliegst aus der Kurve und sowas alles, ne? Aber wo ich so ein paar Mal Gas gegeben habe, war ich wirklich selber beeindruckt. Wenn du dir wirklich vor Augen hältst, 22 Zoll, 2500 Kilogramm, wie ich das Fahrzeug, dafür schiebt er echt gut. Ja. Also 0-100 bin ich wirklich sehr, sehr positiv angetan. Ich denke mal, du auch, ne? Ja. Ja. Fahren wir jetzt noch mal eine 100-200-Messung machen, damit wir einfach so eine Relation haben, was braucht so ein Koffer. Ich würde sagen, für mein Gefühl, so alles um die 10 Sekunden wäre schon sehr schnell. Also 10 Sekunden wäre schon für so einen Koffer. Weil wie gesagt, man muss beachten, je schneller er wird, du kennst ja selber, wenn der Wind schneller wird, der Widerstand wird immer krasser, ne? Der hat einen Mocht-CW-Wert, ne? Diese fahrende Wand quasi, genau. Einfach hoch. Ne? Ganz genau. Und dementsprechend so alles, was so um die 10 Sekunden ist, wäre schon
Was sagst du? Was schätzt du? Ich sag, also so ein C63 ja. AMG W204, wie ich damals hatte, der 8,5 Sekunden so mit ein bisschen was gemacht und so. Ja, dann ich sag mal 14 Sekunden. Echt? Doch? Mhm. Ja, das wäre schon ein bisschen langsamer. Also 11, 12 würde ich noch durchgehen lassen. Ungefähr so. Schauen wir mal. Vollgas. Man muss dazu gestehen, ich habe jetzt, er hat aus dem Keller beschleunigt, 3.000, 4.000 Umdrehungen, ne? Der hat nicht diesen Kickdown jetzt gemacht. Also vielleicht geht es 1 bis 2 Sekunden schneller, aber dann sind wir immer noch bei 15 Sekunden. Also ich habe mich ja völlig verhauen mit meinem Ergebnis. Ja. Aber krass. Für den CW-Wert, ich finde es nicht so schlecht. Nee, aber ich hätte wirklich gedacht, dass er jetzt schneller ist. Aber das war das, was ich meinte mit dem CW-Wert, das hat sich immer mehr gezogen. Ne? Diese 200, die waren... Ab 180 hat es echt lang gedauert. Ja, ne? Ja. Also, Freunde, 100, 200, wirklich 17 Sekunden. Mit Felgen, weiß ich nicht, im allerbesten Fall sagen wir mal 15 bis 16. Mit kleineren Felgen. Eine Person weniger an Bord. Mhm. Aber es macht den Braten eigentlich auch nicht mehr fett bei 2.500 Kilogramm. Also da muss ich, Schande über mein Haupt, wirklich, aber egal, ich stehe dazu, da habe ich mich ja mal so was von verhauen, das könnt ihr euch ja gar nicht vorstellen. Aber das war auch so, weil ich ihn wirklich nie bis 200 gefahren bin. Ich fahre auf der Autobahn, fahre ich das Ding immer konstant 120, 130 km/h, so Chill-Modus einfach, ne? Und wenn du dann drückst, so, dann kommt er dir halt schnell vor, ne? Ja. Deswegen, ich habe den jetzt nicht so oft gedrückt bis 180, 200, dementsprechend habe ich mich halt voll verhauen, weil ich dachte, der ist viel schneller. Aber macht ja nichts. Dafür sind wir die Videos da, um das Ganze aufzuklären. Ne? Da wirst du auch nicht der Einzige sein, der sich verschätzt. Ne, das kann sein. Basti! Ja? Hör mal, was Zeit ist. Ihr kennt ja noch den Basti. Was sagst du? Was schätzt du? 0,100 und 100-200 haben wir einmal gemessen. Was würdest du schätzen? 0,100, was zum Koffer fährt, und einmal 100-200? Also 476 PS, V8 Kompressor, ne? Die alte Gericht. Schule. Ja, habe ich mich auch erstmal umgeguckt. 2500 Kilogramm. Und 22 Zoll, ne? Mit den Offroad-Reifen hier. Also 100-200, 1000 Sekunden? Ja. Nee, keine Ahnung. Boah, schwer. 15? Okay, und 0,100? Knapp über 5. Ja, sehr gut. Also 0,100 war 5,5 mit den Dingern. Fand ich gut. Ordentlich. Fand ich gut, genau. Und dann habe ich mich voll verhauen. Habe ich in die Kamera gesagt. Habe ich gesagt, ja, so 10 wäre geil. 12, niemals. 13. Weil ich habe immer bei 120, 130 diese Gasstöße gegeben. Ist ja klar, ne? Fährst du ja so ein bisschen, gibst ein bisschen Gas. Ja. Und da fühlte sich halt sehr agil an. Aber du hast gemerkt, beim Zeitmessen ab 160, 180 wurde das immer, ne? Träger. Ja, und dann waren wir so bei 17 Sekunden. 17? Ja, ja. Gut, aber. Auch für so einen Koffer geht, ne? Sagen, so eine fahrende Schraube. Ja. Das ist in Ordnung. Genau. So, und wir sind natürlich auch wieder nicht ohne Grund hier. Der Basti, das ist dem hier sein 996. Und da geht's auch weiter, Freunde. Das drehen wir jetzt direkt im Anschluss. Da dürft ihr euch dann freuen. Kommt dann irgendwann die Wochen raus. Also die Tage, die Wochen, wie auch immer. Deswegen würde ich sagen, natürlich hat euch das Video gefallen. Daumen nach oben und ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, ciao. Don't burn it down.